Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Ihr hört es im Hintergrund schon, Bisse sind hier vorhanden. Ich bin immer noch in Kasachstan und zwar am Susimbeysee. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Und zwar, es geht um folgende Fischarten. Wir gehen einmal auf, also beziehungsweise mit einem Köder auf mehrere Fische. Das heißt Flussbarsch, Karausche, Aralrotauge, sogar ein Kaulbarsch hat gebissen. Dann der Zerafshan Aland. Und dann eigentlich auch noch die Rotfeder. Die hatte ich hier auch ein paar Mal. Wobei das Problem ist, wenn wir auf die Rotfeder gezielt gehen wollten, könnten wir auch mal hier so einen Brocken fangen und das ist nicht so cool. So, dann gucken wir mal, was wir hier dran haben. Ein Aralrotauge. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen. Den Spot kennt ihr. Kennt ihr vielleicht ja schon, wenn ihr selbst schon hier wart. Und zwar, wir starten hier mit dem Boot, fahren hier rüber. Laufen hier lang, nehmen hier ein Boot mit drei Routenhaltern und fahren dann hier ins 137, 232. So, und dann ist das ganze Setup, was wir benötigen, drei Routen. Ja, 6 Kilo, ich würde eher auf 7 Kilo gehen. Und ja, also wichtig ist hier Setup, ein 1er Haken und mit Made und dem Futter. Das Futter gucken wir uns doch nochmal an. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Dann haben wir hier nochmal ein Setup. Eben hier mit einem Nullerhaken und der Made, deswegen hat auch der Zerafshan Aland angebissen und auch der Kaulbarsch und dann hier noch die, die Futteralternative. So, dann haben wir hier Haken Größe 1, Made und normale Futterbälle. Eine gewisse Zeit lang beißt sie durchgehend, dann hat es mal wieder eine Pause. Wohlgemerkt ist es tagsüber hier etwas effektiver wie nachts, gerade was jetzt hier zum Beispiel die Karauschen angeht. Oder eben auch die Aral-Rotaugen. So, jetzt gucken wir uns mal das Futter zusammen an. Und zwar, ich habe zwei unterschiedliche Mischungen. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich werde wohl gemerkt nur die eine in die Beschreibung stellen, in die Videobeschreibung. Denn es ist eigentlich das gleiche wie das andere, nur dass hier noch ein Zusatz drin ist. Also das normale Futter, was ich ursprünglich hatte, war hier Universalfutter. Ohne Zusatz außer die Borkenkäferlarve. Und das andere Futter, was ich, wo es irgendwie ein bisschen besser klappt, ist hier Universalfutter mit Sonnenblume gemischt. Kein Basisfutter an die Borkenkäferlarve. Können wir natürlich auch Maden reinmachen, wäre natürlich genauso möglich. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist hier wohlgemerkt der Nullerhaken. Ein Flussbarsch, genau, den fangen wir hier nämlich auch. Alternativ können wir hier jetzt zum Beispiel sagen, statt der Made nehmen wir einfach mal einen Blutwurm und gucken mal, ob da was beißt. Das könnte nämlich genauso gut gehen. Und wenn wir hier nochmal auf den Nullerhaken wechseln. Das Problem ist, wenn wir jetzt laut den Rekordlisten gehen würden mit der Borkenkäferlarve, haben wir bei der Köcherfliegenlarve und... Was sind die andere? Bin ich jetzt gerade dran vorbei? Ach, die geht erst ab Hakengröße 1. Ne, hier. Und die Borkenkäferlarve haben wir sehr oftmals den großmäuligen Büffelfisch dabei und das ist nicht so cool. So, jetzt nehmen wir mal als Futteralternative auch nochmal einen Blutwurm. Oh ne, da zieht es schon wieder weg, das höre ich schon. Das ist dann wieder ein... Ja, die können hier auch beißen, die großmäuligen Büffelfische. Da bin ich ehrlich gesagt recht dankbar, sobald hier dieses Symbol erscheint. Mit von wegen... dass der Fisch ausschlitzt oder dass er bald ausschlitzt, dass der Haken bald hinüber ist, ist mir eigentlich da ganz recht. Weil das ist so das Einzige, was hier so ein bisschen nervt, aber das haben wir ja an jedem See mal, dass wir einen Beifang dabei haben, der schon gut kämpft und auch nervt. Jetzt kommen ran auf den Meter hier. Zu dem Spot hier gibt es oder wird es allgemein recht viele oder einige Videos von mir geben. Da war ja hier, sage mal, da war hier an dem Spot mehrere Fischarten gut fangen können. Beziehungsweise noch andere. Jetzt komm ran hier, scheiß Büffelfisch.
können echt nervig sein, gell? Wenn ich mal eine Brachse fangen würde, die Viecher beißen immer. Wird man der ganze See bestellt aus diesen Fischen. Und das wohlgemerkt mit einem Nullerhaken hier. So, Nullerhaken. Was haben wir da? Ein Aral-Rotauge. So, bitte nicht wieder wegziehen. Nein, sehr gut. Wieder ein Aral-Rot. Ne, ein Wobbler sogar. Selbst den können wir hier fangen. Hier haben wir schon den nächsten Biss. So, komm ran hier. Alan Turkestan, sogar den können wir hier fangen. Mit Made. Also ihr seht, hier sind sehr viele Fische vertreten und es klappt eigentlich ganz gut hier an dem Spot, einfach nur in den 2 bis 4 Meter tiefen Bereich. Allerdings, meine Freunde, warst du schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und dann holen wir den auch rein und dann gucken wir mal. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder von mir mit meinem kleinen. Ah, da ist sie doch, die Rotfeder. Da war es das jetzt auch schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!